Ja, grüß euch, servus beieinander. Ich bin der Michael von den Wilden Tracken. Wir sind ein bayerischer Brauchtumsverein. Wir lassen das Brauchtum der Perchten wieder auferleben. Nicht wieder, sondern uns gibt es schon seit ca. 15 Jahren hier in Ringsburg. Wir sind ein Herd von Leid, von Stuckerer 15 Leid. Haben auch Sagengestalten dabei, wie die blutige Lutz, die ihr vielleicht hier noch sehen wird oder vielleicht sogar so gesehen habt. Dann kommt noch ein Erzähler dazu, der jetzt dann noch ein bisschen was mehr um die Geschichte herum erzählen wird. Wir haben einen Dammerl dabei, einen blutigen Dammerl. Wir haben die Drucker Trut. Und unser Auferliegen ist es eigentlich, das Altvergessene nicht ganz vergessen zu lassen. Wir wollen natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und deswegen interessiert uns natürlich ganz besonders, wie ist denn das mit diesen großen Glocken? Die machen ja ordentlich Lärm. Wird man da nicht taub, wenn man da recht viel unterwegs ist als Percht? Na, Gott sei Dank, als Percht hast du Läufern auf, also eine Maske auf, und darunter hörst du fast nichts und siehst da sehr wenig. Wer eher einen Gehörsturz kriegt, das sind die Leute, die außen rumstehen. Ach so, und wärmt das Kostüm wenigstens? Das Kostüm ist sauwarm. Wir sind da drunter, also fast nur mit T-Shirt und Unterhosen, auch bei Minustemperaturen, das wärmt extrem. Und das wärmt auch insofern, man schwitzt da richtig, weil man da drin ja rumhupft. Na klar. Und wie schwer ist das so? Weil das schaut ja schon nach einigem aus. Gut, das hat schon unterschiedlich. Das ist jetzt ein bisschen ein leichterer Anzug, der wird so um die 10 Kilo haben, geht also bis 15, 17 Kilo hoch. Die Masken, das ist auch eine von den leichteren, hat so 2, 3 Kilo, 4 Kilo. Ich habe noch eine oben, die hat über 5 Kilo. Das sind also holzgeschnitzte Masken. Die sind nicht von uns selber geschnitzt, sondern die sind angefertigt auf Bestellung, entweder aus Österreich oder wir haben einen Schnitzer in Tschechien auch. Wunderbar.